Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir angefangen, den letzten Charakter auszuprobieren, den wir noch zur Verfügung haben, Shane und Aurox. Bis jetzt bin ich auch wieder nicht so begeistert, aber mal gucken, was jetzt die restliche Mission noch bringt. Und weiter geht's mit Battleborn. Haben wir noch zu zweit drauf stehen? Müssen wir jetzt hier springen? Hey, ist hat geklappt. Weiter zum nächsten Druckschalter. Ja. Nova, können wir dem Sentinel eine Nachricht senden? Erklären, wieso wir hier sind. Vielleicht lässt er mit sich reden. Moment mal, sind die alle schon weiter? Einen Moment. Oh. Der Sentinel ist hinter diesem großen Tor. Hm? Um es zu öffnen, müssen wir Druckschalter tiefer in den Ruinen auslösen. Sie sind Mist, ich hab's falsch gemacht. Ist das nicht irre? Wir sind sowas wie Erforscher. ja, Fokus. Mission, total. Mission, Konzentration. Alles klar, so, wir konzentrieren uns jetzt richtig. Oh, jetzt kommen, glaube ich, nochmal Fallen, ne? Yep. Oh, da sind schon wieder so eine blöden Wächter, die ich immer noch nicht kapiert habe, richtig? So, ich hol den mal. So, mal die Tarnung an. Ach, Mist. Hab ich noch getroffen? Weiß ich nicht. Oh, Mann. Ich verstehe nicht, warum die immer immun sind. Muss ich den an bestimmte Stellen hauen? Damit die Schaden kriegen? Da hinten ist noch einer. Oh. Ups. Zack. Boom. Okay, also mit dieser Explosion kann man auf jeden Fall welche töten. Wenn man damit richtig trifft. Versuch jetzt mal auf diese Mitte zu hauen da. Das ist voll daneben. Ja. Gucken, geht er da jetzt? Oh, da ist richtig was los gewesen. War ich das jetzt alles? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es sah schon cool aus. Was passiert denn da überhaupt? Tag Team. Ruft aus zum Ziel und Gegner. Okay, das macht schon aber viel Schaden. Wie viel ist das? 900? Über 5 Sekunden. Ach so. Ach so, weil es ein Zeiteffekt ist, deswegen. Aber trotzdem. Ist ja eine ganze Menge. Oh, ich bin da reingerannt. So, hier geht's weiter. Er lebt noch. Zack, 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 zack. So, haben wir geschafft. Der da ist gestorben, dieser Knilsch. So. Wir haben es alle geschafft, ne? Oscar, Mike auch. Wunderbar. So, unser Schild ist schon wieder kaputt. Neue Herausforderung, was müssen wir tun? 10 leibeigene Schützen, oh. Aber das dauert immer voll lange. Ach, hier ist nur ein so ein Teil. Jetzt siehst du mich. Ach, hier sind die alle, ne? Leibeigene Schützen. Zack, zack, zack. So, da sind es schon zwei. Mal gucken, wie viele wir jetzt, ob wir es schaffen. Oh, explodiert der im Bereich? Das wäre natürlich auch cool. Zack. Abgeschlossen, jawohl. 25. Bonus, Monus. So geht das. Ups. Was sieht denn hier? Achso, das ist schon wieder von Oscar Mike. Oh, wir haben das letzte Level auf, müsste jetzt sein. Ups. Und hier kommen welche von oben, oder was? Hm. Hier gibt es ein Überschild, oder? Oh, hier ist einer. Was? Die hören aber auch nicht auf, hier zu kommen.
Oh, ich will mir gerne angucken. Wenn Tech-Team aktiv ist... Nee, geht nicht. Wo denn? Da oben. Kommt man da, wie kommt man da hoch? Hier irgendwo? Na, natürlich von der anderen Seite. So. Oh nein, da ist schon wieder einer tot. Gucken, was wir jetzt können. Wenn Tech-Team aktiv ist, zieht Aurochs Feinde in der Nähe zu sich heran und verlangsamt sie auf kurze Distanz. Wenn Tech-Team aktiv ist, schleudert Aurochs Schildenergie vom Feind in der Nähe und bringt sie zu Shane auf. Ich glaube, das nehme ich. Zack. Jetzt ist der eine Knilch da unten. Müssen wir den jetzt töten? Da ist er schon. Bam. Moment mal. Haben wir es geschafft? Ja. Moment mal, jetzt können wir die... Hat er unsere Antwort erhalten? Beginne Simultanübersetzung. Ich soll glauben, dass eine Spezies kosmischer Albträume Sterne durch das Universum zieht und nur noch einen übrig gelassen hat? Das ist ja selten dämlich. Ach, und ich glaube euch nicht. Ja. Oh, noch ein Tor. Vielleicht ist ein verfluchtes Amulett oder so dahinter. Ah. Ich versuche ihn von hier aus zu öffnen. Lasst euch inzwischen nicht aufspießen, verstanden? Oh. Beinahe wäre es passiert, ja. So, zack, zack. Was, freigeschaltet? Atticus? Oh, dem, für den musste man... Ich glaube, 800 Jireniten-Gegner... Jireniten heißen die. Musste man machen. Ah, Mist, das heißt verpasst. Yep. Guck mal, wie viele Schaden. Nee. So eine große Reichweite hat anscheinend doch nicht, denn. Zack. Ah, der Bumerang ist anscheinend eine extra Waffe, die sie bei hat. Gucken, kann der aber auch Schaden machen, wenn er zurückkommt, ist die Frage. Ups. So. Jetzt wieder funky Musik. Geschafft. Aber. Doch, hier ist einer. Was ist denn der da? Oh oh. Und boom. Da ist er gestorben, jawohl. Oh, war das gut oder? Weiß es noch nicht. Oh, oh, oh. Ja, wir müssen den erst platt machen, dann können wir ihn wiederbeleben. Zack. Ups. Ach, diese ganzen Kleinen, die können eigentlich gar nichts. Die sind einfach nur da. Okay. Genau. Okay. Haben wir es jetzt mal? Irgendwann? Nein! So, nochmal. Tarn. Der kriegt da ordentlich Schaden und explodieren! Oh. Wer hat denn noch viel? Was ist denn da los? Ist das der Chef hier? Macht der so viel noch? Boah, wegrennen, ey. Das, was ist denn da los? Bin schon da. Und zack. Ich wurde wiederhergestellt. So, mal gucken, ja, wenn er jetzt hier in der Nähe bleibt. Und kaboom. Jawohl. Er ist auch noch hier, ja. Ich mach mal das hier. Du bist mein Festmahl. Nein, es wurde herausgeschmissen. Um Cleases LLC-Bankkonto, dass da vorne noch ein Golem ist. Erledigt ihn und aktiviert den nächsten Mechanismus. Schnell! Schade. So, aber hier geht's anscheinend weiter. Hey du, komm her. Zack. Ich glaube, ich habe das noch nicht einmal gemacht, dass ich jemandem das Schild geklaut habe. Tja. Oh, da ist der Hüter-Ark.
Können wir hier noch mehr aktivieren irgendwo? Sieht, wenn man hier hochgeht. Nicht viel. Okay, nee. Ah, Mist. Ach, Mist. Er ist wieder falsch gesetzt. Ist der jetzt auch schon wieder immun gegen alles? Nee, ne? So, da muss ich ja hin. Aber ich glaube, das macht schon mehr Schaden, wenn ich rausgehe und den selber angreife. Oh, da ist einer tot. Wo ist denn der? Da oben? Oh nein. Kommt man da jetzt schnell hin? Hier, ne? War das hier? Ja. Komm mal schauen. Ja, guck dir mal meine Leistung an. Geht schon wieder nicht. Jawohl, jetzt kloppen wir den einfach weg. Hey, gut gemacht. Jawohl. Nenn mich nicht so. Haudegen? Was? So. Haben wir alles eingesammelt? Einer so aus. Ich weiß gar nicht, ob schon einer gestorben ist oder nicht. Doch, wir sind ganz am Anfang, sind wir fast alle gestorben. Ja, ja. Manchmal passiert's. So, da. Auch hier müssen wir hin. Feinde der Eldred wollen dich verschleppen. Sie wollen dich als Waffe benutzen. Und das können wir nicht zulassen. Können wir unser Problem nicht irgendwie ohne Gewalt lösen? Wenn wir hier... Das über meine Lippen kommt? Machen wir das alle? Nein, ich habe kein Interesse an Frieden. Mir ist langweilig. Seit Tausenden von Jahren. Verteidigung ist meine einzige Aufgabe hier. Und die lasse so, ich wenn der jetzt runtergeht, dann gehen wir rüber. Und zack. Lasst euch schreddern, Leute. Oh. Verdammt. Tja, ihr habt's gehört. Zur Kammer des Sentinels. Nein, 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 nein. Oh, bei, das war knapp. Okay, mehr gibt's hier nicht als das hier. Ist es... Ist es eher... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, doch noch geschafft. Und jetzt? Wo müssen wir denn hin? Hier? Wo geht's denn hier hin? Kann man hier was machen? Nein. Okay. Oh Mist, und jetzt weiß ich wieder nicht, wo es lang geht. Weiß diese Person da? Wohin? Hallo, Oscar Mike? Er weiß es auch nicht. Scheiße. Vielleicht hier lang. Bin mir nicht sicher. Oh, hier warte ich es lieber. Oscar Mike da hinten. Will er jetzt auch nicht zu weit vorgehen, ne? Nicht, aber ich kann ihm ja auch nicht wirklich helfen, ne? Wenn man da drunter stirbt, kommt ja keiner mehr hin. So, hier, hier sind wünschte, die anderen auf jeden Fall. Weg, damit Renda in dieses Ding nicht bekommt. Aber es klingt, als wäre der Sentinel auf Verteidigung festgelegt. Er wird es uns nicht leicht machen, wer wir auch sind. Ich ja. hoffe, ihr seid kampfbereit. So, kommt man... Wo komme ich denn da hin? Ah, hier geht's weiter. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht voll in die falsche Richtung. Kann man irgendwo eine Karte haben? Nee. Die anderen sind da. Bin ich doch falsch gelaufen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich kann mich nicht erinnern, wie es vorher aussah. Wo wir langgelaufen sind. Sind wir von hier gekommen und dann nach hier gelaufen? Sind, da sind die? Oh. Ah. Ach, hier. Okay. Nein, 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 nein. Schlecht, schlecht, schlecht. So, okay. Und jetzt hier. Ach, wollten die mich gerade schon abholen, weil ich zu langsam bin? Oh, scheiße, hab ich jetzt versaut schon wieder. Hätte ich das noch gar nicht machen sollen. Der Alte, ja. Sind die anderen hier? Ja, sieht so aus. Setz den Sprengstoff ein.
Ups. Oh, da kann man ja, ist ja aber auch gefährlich, denn wenn man dann runtergeschmissen wird. Wow, es ist echt eine Waffe. Achtung! Was macht er jetzt? Okay. Also jeder Puls gibt anscheinend auch so ein Geräusch ab und das ist immer denn, wenn er Schaden macht. Boom! Genau. Da kriegt er ordentlich Schaden. Jetzt nochmal hier. Zack. Meine Herren da. So, Schild regeneriert schnell. So, machen wir uns mal unsichtbar. Ich. Ach, hier ist noch ein. Nein, da ist noch ein kleiner Wächtertyp. Okay, der ist schon weg. Jetzt hat der wieder ein Schild hier. Den Schild? Das ist ja immun, steht da. Ja, aber warum denn? Müssen wir irgendwelche Sachen kaputt machen? Ja. Er regeneriert sich irgendwie. Okay, kaputt. Hast es? Ja, okay. Kommen die eigentlich aus dem raus, die kleineren Wächter, oder was? Weil wir Teile von ihm abboxen? Was macht denn der da? Er kann fliegen! Nein! Schlecht war das, dann könnt ihr mich wiederholen? Hallo? Märtyrer? Warum ist denn der ein Märtyrer? Was soll das denn heißen? Ist er mir hinterhergesprungen? Hey Aurox, wir leben! Nein! Huch. Ach, die Teile sind denn alle weg? Warum das denn? Weil ich runtergefallen bin? Okay, hier. Schnappt ihr da mal alles. Oh oh. So. Sind wir erstmal wieder ein bisschen sicher. Aber wir regenerieren auch nichts. Was ist denn los? Da kam ein bisschen was rein, aber ich weiß nicht warum. So. Jetzt ist er schon wieder geschützt. Warum? Ist er geschützt? Ich weiß es gar nicht. So. Aber es hört sich ja immer so an, als wäre Aurox daran interessiert, dass wir sterben irgendwie. Ist ja nicht, was die für einen Pakt geschlossen haben oder was das überhaupt für ein Vieh ist. Boom. Zack. Genau, die Hüter. So, da gab es ordentlich Punkte für. Zack, und jetzt macht er nochmal ordentlich Schaden, hoffentlich. Oh nein, oder auch nicht. Unsichtbar. Ja gut, wenn man jetzt Bereichsschaden kriegen würde, würde man den ja auch sowieso kriegen, ne? Unglaublich. Ja. Eine weltenzerstörende Waffe weniger, die Rendain gegen uns einsetzen kann. Sehr cool. Und der unausweichliche Niedergang der Eldred wurde verschoben. Zurück zu Nova. Trinken wir was. So, da ist Zeug. Ist denn da irgendwo was rum? Was wir unbedingt mitnehmen können, müssen. Da ist noch was. Da sind Punkte. Die brauchen wir vielleicht für irgendwas. Eine Goldwertung zum Beispiel. Oder gab es sogar Geld. Haben wir es jetzt gekriegt noch? Ah, jetzt ist beendet. 70.000, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Was? Moment mal, aber habe ich jetzt wenigstens alles gekriegt? Hier. Ja, was freigeschaltet hatte ich ja. Aber für den auch? Ja, da ist irgendwas, habe ich gekriegt. Sieht man hier Sachen? Ja, 10-mal einen mit Tarnschlag getötet anscheinend. 3-mal einen mit Bumerang, während... Moment mal, ach, trifft die? Das reicht, während die getrennt sind. Nur treffen. 10.000 Schaden im Tag-Team. Nee, doch 10.000 und wir haben... 7.000? Ernsthaft? Der macht da sowieso voll viel Schaden. Hä? Was ist ja denn Pillepalle? Aber mir hat der Charakter jetzt auch nicht so gut gefallen. Tada! Ah,
Okay, tada. Alles klar. Dann gucken wir uns Karriere. Was haben wir denn gekriegt? Wir haben fortgeschritten. Was haben wir denn gerade gespielt? Das. Der Sentinel. Ach, das ist Gold gewesen für 70.000. Sehr schön, sehr schön. Titel haben wir neu gekriegt, weil wir bestimmt mit Aurox Rang 2 erreicht haben. Mit Shane. Da, Kosmos Punk Partnerschaft. Genau. Genau, so, dann. Ja, schade, dass wir jetzt die Endwertung nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht. Haben wir Ausrüstung gekriegt? Wissen wir jetzt gar nicht. Keiner weiß. Das Paket, den haben wir nicht. Haben wir. Ups. Nee, was wollen wir machen jetzt? Wie kommt man darüber? So. Schadensreduktion. Naja. Aber es ist schlecht, wenn das. Negative Effekte will ich nicht haben. So, der hier hat auch einen Negativeffekt. GK-Dauer, okay, aber ich weiß nicht, was das ist. Den habe ich aber, glaube ich, sogar drin hier, ne? Ja. Den habe ich drin. Ja, mehr gibt es anscheinend nicht. Ja, schade. Ich dachte, wir hätten wenigstens irgendwas Gutes. Was brauchen wir denn für die? 500 Schergen, ach so. Man sieht gar nicht ihren Kopf, oder ist es ein kompletter Roboter? Nee. Doch. Da passt doch kein Hals rein. Okay. Dann würde ich aber mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Battleborn.